Der Ort Weserbrunn liegt auf einem Hügel südwestlich des Ammersees. Bei diesem Kloster handelt es sich um eine alte benediktinische Gründung. Als Gründungsjahr wird das Jahr 753 genannt. Eine junge Frau trat dem Orden bei, brach aber ihr Gelübde. Sie floh aus dem Kloster und versteckte sich unweit vom Weserbrunn. Vor Kummer starb sie dort und geistert angeblich auch heute noch des Nachts durch die Klostermauern. In ein weißes Gewand gehüllt wurde sie des Öfteren in den Klostergängen gesichtet. Fährt man aus Bad Kreuznach kommend in Richtung Bad Münster, trifft man auf den Roten Fels, welcher den Stadtteil Ebernburg überragt. Im Inneren des Roten Fels soll ein Berggeist hausen, in hellen Mondnächten soll er umhergehen. Solange man ihm mit Respekt begegnet, soll er guter Gesinnung sein. Reizt oder verspottet man ihn, kann das böse Folgen haben. Einst rettete der Berggeist vom Roten Felsen, der Legende nach dem Ritter Franz von Sickingen, das Leben. Als dieser noch ein Knabe war, bewahrte der Geist ihn vor dem Sturz vor dem Felsen und nahm ihn mit. Es entstand eine Freundschaft zwischen dem jungen Ritter und dem Berggeist. Als der Ritter aber starb, trauert der Geist um seinen liebgewonnenen Freund, und auch heute noch kann man sein Wehklagen hören. Die verlassene Villa am Burgberg in Werden übt einen gespenstischen Reiz aus. Für Jugendliche etwa ist ein nächtlicher Besuch eine Art Mutprobe. Andere wiederum glauben, dass in dem Haus übernatürliche Phänomene am Werk sind. Nachbarn, die laut eigener Aussage selbst einmal in dem Gebäude waren, berichten von Pentagrammen an den Wänden und Tierkadavern, zum Teil an Seilen von der Decke hängend. Die Rede ist auch von angeblichen schwarzen Messen, die Satanisten dort abgehalten haben sollen und bei denen auch Tiere geopfert werden sein sollen. Einige berichten von seltsamen Lichtern, die sich des Nachts in diesem Haus zeigen. Wieder andere haben vorbeihuschende Gestalten auf dem Grundstück und hinter den Fenstern gesehen. Auch sollen ab und zu seltsame Geräusche aus dem Haus hörbar sein. Auf dem Hirschsteiner Schloss soll eine weiße Frau spuken und nachts durch die Zimmer des Gebäudes ziehen. Erstmalig wurde sie von einem Wärter des Schlosses in dessen Zimmer gesehen. Die weiße Gestalt einer Frau durchschritt das Zimmer, ohne auf Gegenstände und Wände zu achten, drehte sich ein paar Mal im Kreis und verschwand ebenso lautlos, wie sie gekommen war. Bis heute wurde nicht geklärt, welche Frau das Hirschsteiner Schloss heimsucht. Direkt an der Küste liegt das sagenumwobene Nienhägener Holz, besser bekannt als Gespensterwald. Knochenbleiche Bäume vom Wind zu bizarren Formen verbogen. Nach Einbruch der Dunkelheit soll es hier nicht mit rechten Dingen zugehen. Angeblich beherbergt der Wald die Seelen der im Meer Ertrunkenen. Vor über 60 Jahren wurde die Pflegeanstalt Waldnihl-Hostert in Nordrhein-Westfalen zum Schauplatz unmenschlicher Verbrechen. Doch die grausame Geschichte verfolgt den Ort bis heute. Als katholisches Behindertenheim gegründet, wurde es später von den Nationalsozialisten zu einem furchtbaren Zweck missbraucht. Im Schutzengelhaus ermordeten die Nazis 97 geistig behinderte Kinder. Nach dem Krieg wurde Waldnihl-Hostert unter anderem als Kaserne, Psychiatrie und Internat genutzt. Aber seit den 90er Jahren steht der Gebäudekomplex leer. Besucher, die sich auf das Gelände wagen, berichten immer wieder von herzzerreißenden Kinderweinen und verzweifelten Schreien. Vielen Menschen bereiten Friedhöfe Unbehagen. Wem es nicht so geht, der sollte einmal den Waldfriedhof Stahnsdorf besuchen. Vor 100 Jahren wurden die Toten aus Berlin mit der Leichenbahn nach Stahnsdorf gefahren, aber auch viele gefallene Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg fanden hier ihre letzte Ruhestätte.
Schon beim Betreten des Friedhofes stellt sich bei vielen Besuchern eine starke Beklemmung ein. Viele fühlen sich verfolgt und beobachtet. Die Insel Sylt ist als Ferienparadies der Schönen und Reichen bekannt. Doch kaum jemand kennt die dunkle Seite des glamourösen Eilands. Ein alter friesischer Volksglaube besagt, dass nachts die unschuldig Ermordeten aus dem Meer steigen und als Wiedergänger an Land zurückkehren. Zeichen ihres Besuches ist eine kleine Pfütze Salzwasser im Haus. Immer wieder hört man von Häusern, die ihren Bewohnern nur Unglück bringen. So auch bei der Villa Rasselstein, die angeblich auf einem Friedhof errichtet wurde. Die Familie, die das Anwesen einst bewohnte, schien tatsächlich von bösen Geistern verfolgt zu werden. So heißt es, die Töchter seien bei einem Brand in der Villa ums Leben gekommen, der Vater bei einem Kutschunfall und die Mutter vergiftete sich, angeblich aus Kummer. Ihr Geist soll noch Jahre danach trauernd an den Fenstern gesichtet worden sein. Schließlich bereitete man den Spuk ein Ende und riss die Todesvilla 2002 ab. Der Juliusturm der Zitadelle Spandau bei Berlin beherbergte in der Geschichte zahlreiche Gefangene, darunter auch viele Unschuldige. So auch die schöne Anna von Südow, die Geliebte des Kurfürsten Joachim II. Nach Joachims Tod warf dessen grausamer Sohn die Geliebte seines Vaters in den Kerker, wo sie bis zu ihrem Tod eingesperrt blieb. Bis heute soll der Geist herumgehen und auf Gerechtigkeit hoffen.